Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Zeitreisegemeinde, das heutige Video, das ist schon ein besonderes. Während der Recherche und Aufarbeitung zu diesem Bericht ist mir das erst gar nicht aufgefallen. Das geschieht erst zum Ende des Berichts von Wolfgang Reichmuth. Der war mit seiner Flak-Einheit im Januar und Februar im Oderbruch im Einsatz und seinen Weg haben wir nachverfolgt. Die Aufnahmen und Bilder, die ihr jetzt in den Videos seht, sind tatsächlich die originalen Plätze seines Einsatzes. Ich habe seinen Weg durchs Oderbruch verfolgt und so gut und genau es ging, die Orte seiner Erzählungen in seinem Bericht auch aufgesucht. Das Video dieser Exkursion seht ihr jetzt. Ich danke meinem guten Freund Kloppe, der mich bei dieser Exkursion unterstützt hat, denn ohne ihn wären diese Bilder so nicht entstanden. Wolfgang Reichmuth lebt in Forst bei Cottbus, als der Krieg nach ihm greift. 1944 erhält er seinen Einberufungsbefehl und mit diesem Einberufungsbefehl kann man nichts anderes machen, als ihn zu befolgen. So meldet er sich wie befohlen bei der Luftwaffe. Seine nun folgenden Erlebnisse und sein Werdegang wird nicht Thema dieses Videos. Dafür werde ich später nochmal ein zweites Video aufnehmen, denn um dieses Video mit Bildmaterial zu unterlegen, muss ich die Bundesgrenze überfahren dürfen und das ist im Moment aus verschiedenen Gründen, ihr kennt die Gründe alle, nicht möglich. Deshalb nur so viel dazu. 23. Januar 1945. Die Verladung Richtung Ostfront traf uns völlig unvorbereitet. Zwei unserer Züge der mittleren Flakabteilung 979 mit je 3,7 cm Geschützen wurden mit zusammengeklaubten Lafetten, welche erst besorgt werden mussten, verladen und wir rollten Richtung zusammenbrechender Ostfront. Es ging noch über die Oder hinaus und Posen entgegen, unserem vorgesehenen Einsatzort. Dem kompletten Transportzug, auf dem die Flak-Einheit vom Wolfgang Reichmuth verladen war, gelingt durch einen beherzten Einsatz des Offiziers dieses Transportes die Rückkehr nach Frankfurt-Oder auf die Westseite der Oder. Und zu diesem Zeitpunkt beginne ich nun. Am 31. Januar 1945 waren wir wieder in Frankfurt-Oder und ein neuer Marschbefehl wurde ausgegeben. Es ging per Bahn über Küstrin-Kietz weiter Richtung Bad Freienwalde zum Aufbau einer Luftwaffenfelddivision. Am späten Nachmittag des 31. Januar 1945 erreichten wir Letschin. Erster Halt und eine Schrecksekunde. In den Vormittagsstunden hatte eine Vorausabteilung des sowjetischen General Bersarin, wie später bekannt wurde, mit zwei Bataillonen die Oder überschritten und die Ortschaft Kienitz nebst eines 4 Kilometer breiten Brückenkopfes besetzt. Glück für die deutsche Seite war die Dünne des Odereises, die es nicht ermöglichte, dass die sowjetische Seite schwere Artilleriegeschütze oder Panzer über das Odereis bringen konnte. Die stärkste Bewaffnung der sowjetischen Infanterieeinheiten waren zu diesem Zeitpunkt nur ein paar 76 mm Panzerabwehrkanonen und 120 mm Granatwerfer. Diese 76 mm Ratschbumm, wie sie auch genannt wurde, verbreitete dennoch genügend Respekt. Weiter heißt es im Bericht von Wolfgang Reichmuth: Eine Gegenwehr gab es von uns in Kienitz nicht. Außer mit ein paar Volkssturm- und Reichsarbeitsdienstmännern waren die Stellungen nicht besetzt. Erst am Nachmittag wurden einige Truppen von Küstrin aus in Marsch gesetzt. Das waren Teile der 25. Panzergrenadierdivision. Über diese ersten Einsätze dieser Einheiten habe ich ja schon ein Video gemacht. Das findest du in der Videobeschreibung. Einfach mal runterscrollen. Die Sowjets verstärkten nun im Verlauf des 31. Januar selbstverständlich noch weiter ihre Präsenz im Brückenkopf, führten weitere Einheiten über die Oder und stießen bald bis Großneuendorf im Norden und Sophienthal im Süden vor. Der entgegengebrachte Widerstand war auf deutscher Seite mäßig. Es haperte nicht nur an Soldaten, schweren Waffen und Treibstoff, sondern ebenso vielmehr an der militärischen Logistik.
Auch wir konnten trotz Drängens des örtlichen Befehlshabers nicht ausladen. Es gab auch hier keine Zugfahrzeuge. So ging die Fahrt bis Wriezen weiter, das wir spätabends erreichten. Der Wriezener Volkssturmkommandant bestätigte, dass der Russe nah heran war und veranlasste unsere Entladung. Hier gab es ein vom Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps eine Panzerfahrschule mit ausgedienten Kettenfahrzeugen P1 ohne Turm und Bewaffnung, die man uns zur Verfügung stellte. In Wriezen luden wir am 1. Februar unsere 6 Geschütze aus, nahmen Quartier in einem Hotel direkt am Bahnhof und harrten der Dinge, die da kommen würden. Am nächsten Tag, dem 2. Februar, gingen wir auf der Landstraße nach Eichwerda bzw. Borgard am Deich der alten Oder in Stellung. Vor uns lag die weite Fläche des Oderbruchs. Rechter Hand weit entfernt die Schornsteine einer Fabrik in Thüringswerda. Flüchtende Landmeiden und Zivilisten kamen uns in Autos und Pferdefuhrwerken entgegen, die uns massenweise Zigarettenschachteln der damals üblichen Marke Stambol und Moro zuwarfen. Sie berichteten von furchtbaren Gräueltaten der Russen. An diesem Tag kommt es nun zu einer sehr merkwürdigen Gegebenheit, die sich aber dann zu dieser Zeit noch so oder so ähnlich an anderen Orten wiederholen. Wie folgt. Alle an den Geschützen nicht unbedingt benötigten Leute wie Telefonisten, Munitionsträger, Schreibstubenpersonal, Melder etc. wurden unter der Führung von Leutnant Bench, einem Zwölfender, der im neuen Jahr außerplanmäßig vom Oberwachtmeister in Berlin-Lankwitz zum Offizier befördert wurde und über keinerlei Fronterfahrung verfügte, auf einem Trecker mit Hänger verladen, um zu erkunden, wie weit und wo sich der Gegner in unserem Abschnitt bereits vorbewegt hat. Der 40-köpfige Erkundungstrupp war schlecht ausgerüstet. Die meisten hatten nur belgische Beutekarabiner, einige Handgranaten und Panzerfäuste und waren infanteristisch so gut wie nicht ausgebildet und völlig frontunerfahren. Nachrichtentechnisch ging im Raum Wriezen alles drunter und drüber. Keiner kannte die Feindlage und es gab offensichtlich keine Einsatzstrategie. So war unserem Stoßtrupp nicht bekannt, dass längst Kräfte der Roten Armee die Oder bei Zellin und Güstebiese überschritten und weitere Brückenköpfe gebildet hatten. Der Zechiner versuchte sich mit dem Kienitzer zu verbinden. Der Güstebiesener breitete sich schnell selber auf über 10 Kilometer Breite und 4 Kilometer Tiefe aus, ohne auf nennenswerte Gegenwehr unsererseits zu stoßen. Hier nimmt er also Bezug auf die Brückenköpfe. So tuckerten unsere arglosen Erkundungsleute bis Neubarnim vor, ließen am Ortsrand noch 4 Mann als Sicherung zurück und trafen überraschend auf den im Bahnhofsgebäude verschanzten Gegner, den man nach kurzer Gegenwehr noch mit Handgranaten ausschaltete. Als man dann weiter Richtung Gießhof vordringen wollte, führte der unerfahrene Leutnant Bench den Trupp geradeweg den erfahrenen russischen Fronttruppen in die Arme. Auf freiem Feld erhielt der Transport plötzlich heftiges Gewehr- und Granatwerferfeuer aus verschiedenen Richtungen. Die jungen Soldaten suchten vergeblich Deckung. Es gab keine. Dass es hier keine Deckung gab und gibt im Oderbruch, das ist nochmal ein extra Thema, welches ich behandeln werde über die Gegebenheiten im Oderbruch. Ich versuche jetzt einmal hier mit ein paar Aufnahmenbildern diesen Umstand und die Geografie des Oderbruchs zu zeigen. Es gibt einfach keine Deckung. Und so geht der Bericht wie folgt weiter. Und jetzt hört zu. Meine Mitschüler Dieter Brennewitz, Hans-Joachim Bahr und der Berliner Buntrock fielen. Unser Spieß Hauptwachtmeister Schröter erschoss sich selbst, der Rest ergab sich in dieser aussichtslosen Lage und wurde so am ersten Tag des aktiven Fronteinsatzes vom Russen gefangen genommen, darunter meine Schulkameraden und späteren Berliner Wolfgang Leithold und Dieter Kiesig und mein mittlerweile verstorbener Schulfreund Lutz Heller. Auch meine gerade erst 16-jährigen Kameraden Hans-Peter Fleischer und der schon in den 50er Jahren tödlich verunglückte Kamerad Heinz Köhler wurden ebenfalls gefangen.
aber noch im Jahre 1945 wieder entlassen. Die anderen kamen erst 1949 wieder heim, nachdem sie teilweise bis hinter das Weiße Meer verschleppt worden waren. Oh Leute, ich sehe gerade, das Video geht ja jetzt schon über 10 Minuten. Wenn ich das weiterführe wie geplant, kommen wir locker über 20 Minuten. Das würde aber unseren gesetzten Rahmen um 100% übersteigen. Das ist nun nicht so die beste Idee. Wir hatten uns mal, also mit den Zuschauern zusammen, irgendwie darauf geeinigt, dass wir bei 10 Minuten eine gute Videolänge haben. Und das möchte ich eigentlich dann auch so weiter belassen, wenn das ja auch von dir, von euch so als okay und gut ansehbar angesehen wird. Mein Vorschlag an dieser Stelle ist einfach, dass ich einen Zweiteiler aus diesem Video mache, denn ich möchte nicht irgendwelches Material hier weglassen, rausnehmen, wegkürzen, damit das in dieses 10-Minuten-Format passt, denn dazu ist es einfach zu wichtig, was die Berichte uns mitteilen und was sie uns sagen können. Ihr wisst, was ich meine. Zum Schluss möchte ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, was am Ende dieses Berichtes geschah. Eigentlich steckt ja in jedem Satz, den wir da gehört haben, gerade so viel Unfassbares, was aber bezeichnend ist für die Situation, die nachher hier im Oderbruch ja vorherrscht. Der unerfahrene, neu frisch gebackene Offizier stellt eine Truppe zusammen von 40 Soldaten, die einen Spähtrupp bilden soll. Diese 40 Soldaten bestehen aus Schreibstubensoldaten, aus Munitionsträgern und aus Meldern, die aber alle in der Luftwaffe ausgebildet sind, also infanteristisch überhaupt nicht eingesetzt werden können. Und dieser Spähtrupp fährt dann mit einem Traktor auf einen Hänger beladen nach vorne, in das Frontgebiet, ins Einsatzgebiet, in ein Territorium, was der Offizier und keiner der Soldaten irgendwie kennt. Dazu kommt dann die Situation, dass im Oderbruch das Gelände keinerlei Deckungsmöglichkeiten gibt und dieser Spähtrupp, wenn man ihn denn so nennen kann, der eigentlich schon aus 3 Kilometer Entfernung gehört wird durch die Motoren des Traktors, die haben halt überhaupt keine Möglichkeit, hier irgendwie bei dem Beschuss sich in Deckung zu begeben. Das Ergebnis dieses Spähtrupps, das haben wir auch gerade erfahren, von den 40 Mann kommen am Ende 4 zurück. Wie das nachher im Detail weitergeht, wie gesagt, das kommt im nächsten Video. Bitte seid jetzt auch mit mir nicht so streng, denn auch ich habe hier vom zeitlichen Ablauf einen Fehler gemacht.